Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Video. Heute ging es das Thema CinchMod 11 auf dem Galaxy S3 i9300. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist jetzt die Snapshot-Version, also für die Deliverments. Aber es ist die neueste CinchMod-Version, also habe ich mal gesagt oder mir gedacht, ach, teste ich die mal und mal gucken, wie sich so macht. Mal einen kleinen Überblick, ob die jetzt schon stabil läuft. Ja, heute mal im Stehen, nicht wie gewohnt am Schreibtisch. Ja, wir sehen als erstes diese normale CinchMod-Version, also die Bootscreen. Jetzt haben wir hier den Lockscreen. Machen wir das Ganze mal ein bisschen dunkler, damit wir ein bisschen mehr sehen. So, haben wir jetzt hier den normalen Hintergrund. Dann haben wir hier den Lockscreen, ganz normal mit den Sachen, die wir jetzt öffnen, zum Beispiel. Haben wir einmal Musik, also Nachrichten oder ein Schwärmer, das Ganze. Hintergründe fangen wir auch gleich mal an, das soll jetzt nicht so ein langes Review werden. Jetzt haben wir hier den normalen Hintergrund. Dann haben wir hier so einen Berghintergrund, also die ganzen 4-4 Hintergründe. Der Sunbeam-Hintergrund ist nicht mehr vorhanden, er wurde gelöscht, wie ich gerade bemerke. Und jetzt haben wir hier die CinchMod-Hintergründe. Einmal hier zum Beispiel, sagen wir mal, die Blätter. Am besten wir machen einfach den hier, weil die Kamera kommt mit den Lichtverhältnissen gerade nicht so gut klar. Der normale Launcher, wir haben jetzt einmal hier von CinchMod einen Launcher und einmal von Android 4.4, den Standard-Launcher. Dazu gehen wir dann zum Beispiel auf Startseite und haben jetzt hier einmal Übersicht und den Launcher. Gehen wir zum Beispiel mal auf den Launcher 3. Und jetzt sehen wir den CinchMod-Launcher. Hier sehen wir auch gleich, dass der Hintergrund sich mitbewegt und der Ganze ein bisschen schneller ist. Es ist, sagen wir mal, auf der Basis von demselben Launcher, bloß halt nur ein bisschen schneller und stabiler. Also es läuft generell sehr gut. Wir haben keine WLAN-Bugs mehr, wie man hier jetzt sehen kann. Ich hoffe mal, die Kamera hat Nahfokus, da ich jetzt eine andere nutze. Dass wir keine WLAN-Bugs haben, der WLAN, sage ich jetzt mal, ist genau unter mir, sagen wir 5 Meter. Und wir haben hier noch fast vollen Empfang. Wir haben den Batterie-Circle geändert. Hintergründe, Taschenlampe, wir sehen. Wir haben hier keine Hakler, also keine Zeitverzögerung. Der Akku hält auch ziemlich lange. Ich habe das jetzt schon seit heute Morgen drauf. Das haben wir jetzt noch 83%. Es lag nur rum und ich habe es ein bisschen getestet. Also es ist okay. Ja, wir haben jetzt die normalen CinchMod-Sachen. Display LED, wie wir es halt kennen von 4.4. Übers Telefon haben wir jetzt 4.4.2. Die H-Bild, also die letzte. Gehen wir drauf. Jetzt schöner KitKat. Haben wir jetzt Android 4.4.2. Und hier einmal mal das Easter Egg, wo wir dann die ganzen Sachen hin und her schmeißen können, wenn wir mal Langeweile haben oder sonstiges. Ja, das war es eigentlich wieder. Mein kleines Review über CinchMod 11. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Like, kommentiert, abonniert das Video auf meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.